Ja, der ist schon echt gut, ne? Muss man sagen. Also Matthias Reim ist einer der größten Songwriter in unserem Business. Wir kümmern uns heute um Blaulicht von Matthias Reim. Und bei Matthias Reim ist es immer so, dass ich das ja zusammen mit ihm schreibe. Er ist am Bodensee, ich bin in Düsseldorf und wir können uns und konnten uns zu Corona-Zeiten tatsächlich auch nicht sehen, weil wir sehr weit entfernt voneinander wohnen. Und dann haben wir das echt über WhatsApp gemacht und haben uns so die Ideen hin und her geschickt. Bei mir ist es immer so, dass ich mich natürlich auch so ein bisschen beschäftige, oder ich kenne Matthias jetzt ja seit 3 oder 4 Jahren schon und ich weiß eben, dass er ein absoluter Motorradbegeisterter ist oder überhaupt sich für Autos und Motorsport auch interessiert. Und ich habe gedacht, okay, was fehlt denn noch bei einer so großen, langen Karriere? Was hat er noch nicht so besungen irgendwie? Oder was könnte es da Neues geben? Und ich habe ihm dann irgendwann mal per WhatsApp, habe ich ihm geschrieben, abends, nachts, weiß ich noch, hey Matthias, ich habe eine Idee. Und dann habe ich ihm dieses GIF geschickt. Und dann hat er geschrieben, ja, ich bin gespannt. Und genau, dann kam ich mit dem Refrain um die Ecke. Der war aber, so wie ich ihn komponiert habe, noch nicht so 100%. Aber hört mal. Sirenen heulen Blaulicht hinter mir. Doch ich fahr so schnell, es geht zu dir. Über rote Ampeln durch die Nacht. Das hast du aus mir gemacht. Sirenen heulen Blaulicht hinter mir. 300 PS will nur zu dir. Für dich würde ich alles geben. Sterben, brennen. Nur für eine zweite Chance. Genau. Und dann sagte er, geil, lass mich mal ein bisschen umbauen. Und dann hat er den Refrain umgebaut. Also sind 300 PS, ist ja alles nicht mehr mit drin. Er hat den ganzen Text nochmal auch umgeschrieben und kam dann mit dieser Strophenidee. Fand ich total geil. Seitdem ich dich trag, ist nichts mehr, wie's mal war. Starre noch auf mein Handy, wie ein Psychopath. Und jedes Mal, was klingelt, dann krieg ich... Und so weiter und so fort. Und da habe ich sofort gesagt, ey, ultra mega geil. Dann hat er die Stimme recorded und die Gitarren, hat mir alles geschickt und ich habe das dann zusammengebaut und habe ein bisschen mit Soundeffekten gespielt. Also was für ein Soundeffekt ja auf jeden Fall und ganz offensichtlich in diesem Lied drin ist, sind diese Polizeisirenen. Fand ich total geil. Und da musste man halt immer so ein bisschen gucken, dass die jetzt diesen ganzen Mix da nicht stören, ne? Und ja, wie gesagt, also Stimme hatte ich jetzt schon. Wir hatten dann auch den Text fertig. Der war noch nicht ganz final. Da haben wir hin und her dann noch geschrieben. Aber zumindest, ich brauche immer eine Stimme so als Grundlage, dass ich dann irgendwie auch das Playback umbauen oder neu arrangieren kann. Jetzt haben wir uns generell überlegt, was machen wir Neues auf dem Album. Und ich finde irgendwie, dass so dieser Vintage-Touch auch im Sounddesign irgendwie zu hören sein muss. Und ich habe mir damals dieses Analog Lab geholt. Da kann man hier sehen, also das sind alles alte Synthesizer, ja, die wirklich diesen Sound von vor 100 Jahren irgendwie machen, ja, gefühlt. Also nicht von vor 100 Jahren, ihr wisst, was ich meine. Also die simulieren quasi diese alten Synths. Und genau mit diesen Sounds haben wir gearbeitet. Also das ist zum Beispiel ist dieser Sound davon. Ne, also dieser, das klingt einfach so ein bisschen. Wir haben uns damals auch viel über diese Serie Stranger Things unterhalten. Kennst du? Klar. Richtig geil. Das ist ja auch eins der geilsten Intros, die jede Sendung hatte, vom Sound her auch. Genau. Und Matze findet das auch so mega und er sagt, er hat auch so ein Spielerautomat bei sich zu Hause, wo dieser Sound auch ist. Und ich sage, ja komm,
ich bastel mal, jetzt so einen ganz genauen Sound kriegten wir natürlich nicht hin, aber sowas ähnliches. Und das sollte halt alles so ein bisschen an Stranger Things erinnern oder hier so einen Sound zum Beispiel. Das sind alles eigentlich Artefakte aus diesen alten, analogen wirklich noch Synthesizern, die wir hier natürlich im Studio nicht haben, ne? Weil doch, zu Hause bei mir habe ich einen Minimoog, einen echten. Noch? Dieses Holzteil, ne? Dieses Holzteil, ja. Mhm. Genau, so, und jetzt sind dann quasi so die Strophen entstanden. Hier dann noch so ein Pad mit dabei, was auch so ein bisschen so 80s klingt, ne? Genau, also da ist auch wirklich nicht viel bei. Ein Bass ist dabei, hier wieder so ein Breakbass. Der auch so ein bisschen an die 80er erinnert. Und die Drums haben wir dann aber wieder ziemlich fresh angelegt. Also ist wirklich auch kein Hexenwerk, jetzt wieder diese Drums zu programmieren. Wir haben, ich mach's einfach mal an. Genau, und dann haben wir halt vor dem Refrain eine schöne Pause immer eingebaut, damit hier auch diese Sirenen kommen können. Okay, also die Strophe mal einzeln, wirklich nicht viel drauf, wie gesagt. Damit es interessant ist, einfach erstmal ein Bass, so ein paar Soundeffekte, dieser Arpeggiator. Genau, Gitarrenfilzen kommen alle von Matthias. Ja, und so weiter und so fort. Genau, und dann gehen wir doch jetzt mal in den Refrain rein. So, und da sieht das natürlich ein bisschen voller aus. Ich zeige euch jetzt erstmal das Wichtigste an einem Matthias Reim-Song, neben natürlich seiner unverkennbaren Stimme, sind die Gitarren. Die hören wir uns jetzt mal an. Also wir haben so eine 80er-Gitarre drin. Alles live eingespielt natürlich. Macht die immer, ne? So ein Pattern. Und erinnert irgendwie, finde ich, auch so ein bisschen an 90er irgendwie, oder? Findest du nicht auch? Ja, so ein bisschen, ja, sogar ein bisschen älter, oder? Ja, also so ein bisschen 80s, 90s irgendwie. Ja. So. Genau, und da, also die Gitarre ist drin und dann ist die Gitarre drin, also so eine Bratgitarre, links und rechts gelegt. Also die ist in der Mitte und der habe ich auch ziemlich viel Hall noch gegeben. Also die war, als ich das Eingangssignal bekommen habe, war die sehr trocken, da war die so. Und ich habe so einen Vintage-Hall da drauf getan. Ich kann euch auch genau sagen, welchen. Ich nehme immer alles von Lexikon. Und das ist Vintage Plate. Also Plates sind quasi alte Halle, ne? Also wie man das früher hat, man es ja mit Plates gemacht. Und das passt dann auch wieder zu diesem Retro-Sound. Und das Preset heißt Live Sound Hot Plate. Und dann klingt das so. Klingt einfach auch nochmal irgendwie authentischer als jetzt so ein einfacher Hall, finde ich. Genau, dann kommen hier solche E-Gitarren dazu. Die habe ich tatsächlich unbearbeitet und trocken gelassen. Also da ist nichts drauf. Die sind noch niemals komprimiert, Freunde. Hier, ihr könnt genau sehen, da ist nichts drauf. Ich habe einen Cut gemacht bei 100 und ein bisschen geboostet bei 1,3. Was passte hinterher im Mix so, als ich alles drauf hatte. Genau, das ist jetzt erstmal die Grundlage. Und zusätzlich zu diesen real eingespielten Gitarren habe ich dann einfach noch ein paar Sachen dazu gebaut. Also erstmal quasi ein String-Pattern. Ist auch nichts Besonderes tatsächlich. Also besonders wird es immer nur, wenn es die Mischung macht, ja? Und viele verteufeln ja Nexus irgendwie. Ich finde das als Grundlage immer ganz geil. Dieses Preset heißt jetzt zum Beispiel Herc String Big. So. Und das spielt dann die Refrain-Akkorde
aus der Section Hollywood. Und ich fand auch, dass das irgendwie vom Ansatz her wieder so ein bisschen älter und nostalgischer klang. Was super interessant ist, sind Backwards-Pianos. Also quasi habe ich mich dazu entschlossen, die Pianos einzuspielen und rückwärts zu samplen. Also wir haben ein Piano eingespielt und das dann quasi rückwärts gemacht und das klingt dann so. Witzig, ne? Also einfach nur ein Piano rückwärts. So. Genau, was wichtig ist, um so ein bisschen diesen, wie heißt der nochmal? Kid A? Nee, Kid, dieses Kid aus den 80ern, wie heißt der nochmal? Kid? Kid Super Kid? Dieses komische Auto da. Ach so, Kid? Von Knight Rider. Ja, genau. Knight Rider, das meinte ich, sorry. Um so ein bisschen diesen Knight Rider Touch da reinzukriegen, habe ich zur Gesangsmelodie eine Gegenmelodie gespielt mit so einer Brass. Das ist so. Genau, Bass dazu und mehr ist da wirklich nicht drauf, Freunde. Und die Sirenen. Und dann klingt alles zu. Und der Beat natürlich. Beat mache ich auch nochmal kurz einzeln. Ich bin immer stolz drauf, weil da programmiere ich doch lange dran rum. Also, wir haben eine... Machen wir einen Beat. Eine Kick. Hi-Hat. Eine Retro-Snare, die richtig fett und groß ist. Auf diese Snare habe ich einen Light-Hall gelegt. Auch wieder von Lexikon. Ganz kurz, das ist interessant. Machen nämlich auch vielleicht mal Trick 17 für einige. Also, es geht in den Lexikon-Hall rein. Wir haben einen Lexikon-Hall mit dem Preset Light-Hall. Das heißt, der schiebt die ganzen Höhen nach oben. Danach habe ich einen Kompressor da drauf, so einen ganz einfachen, so einen Renaissance. Ist von Wave. Habe den auf minus 5 komprimiert, dass quasi das Hallsignal komprimiert und hochgefahren wird. Und habe dann 100% Sidechain draufgegeben. Hier diesen Free Punch. Und erst dann kriegt dieses Signal diese Wirkung. Hört mal. Also du hast das Gefühl, dass das so und eben nicht sondern macht. Ja. Genau. Beat weitergebaut. Jetzt kommen nochmal eine spitze Kick dazu. Noch eine Snare. Noch eine etwas crunchigere Snare. Ab der zweiten Hälfte ist es eine Shaker Loop links und nochmal eine Drum Loop, die aber was Ähnliches spielt wie alle. Genau. Und dann kriegt das eben diesen Crunch, den es braucht. Und jetzt lassen wir mal alles zusammenlaufen. Sirenen heulen gar nicht hin von mir, doch ich muss so schnell, ich kann zu dir. Aussetzer nerven, oder? Hast du wieder vom USB-Stick laufen? Die Projekte. Nein. Genau. Jetzt lassen wir mal alles zusammenlaufen ohne den Gesang und dann seht ihr, dass da eigentlich wenig los ist. Da ist nicht viel drauf. Also, wir hören es mal ohne Gesang an. Also wenn man sich jetzt konzentriert, dann hat man eigentlich nur dieses. Nee, was ist schief? Nochmal. Also darauf konzentriert man sich, wenn man das Playback nur hört, ne? Und jetzt kommt Matthias Gesang dazu. Und ganz oft ist es ja so, dass irgendwie beim Schlager auch die Melodie mitspielt des Gesangs. Ich finde das manchmal mega cool, aber bei so einer Nummer, die einfach ein bisschen fresher und moderner sein soll, finde ich es viel geiler,
wenn man eine Gegenmelodie dazu spielt, wie ich euch gerade gezeigt habe, die so ein bisschen auffällt. Und dann, wie bei Matthias Reims Singles, die ich jetzt mitproduzieren durfte, haben wir es immer so gemacht, dass ich den Chor eingesungen habe und das klingt dann so. Boah, ist das nervig. Was ist das denn? Mich nervt es gerade, weil so kann man keinen... Das sieht unprofessionell aus, wenn ich so aufs Aussetzer immer habe. Nein, ich habe das aber, weiß ich nicht, warum ich das jetzt gerade habe. Ich habe sonst keine Aussetzer. Warte mal, ich rufe mal Janis an. Das darf nicht sein, dass dieser Aussetzer wird. Jo. Ey, ich habe immer noch diese Aussetzer da immer drin. Ich weiß... Okay. Also es ist halt nur so, nur zwischendurch immer, dass ich immer Aussetzer da drin. Ja. Es macht mich krank, sowas. Was ganz besonders ist an fast allen Singles, die ich jetzt zusammen mit Matthias für ihn gemacht habe, ist, dass wir uns immer unbewusst dazu entschieden haben, Moll zu machen. Also Moll ist immer, was dunkel klingt und ein bisschen böser und ein bisschen dadurch aber auch ein bisschen moderner. Also Dur wäre das. Wir entscheiden uns aber, wenn Matthias Reim von Polizeiwagen verfolgt wird, muss das so klingen. Also einfach ein bisschen düsterer. Sirenenhorn, Blaulicht hinter mir. Doch ich muss so schnell, ich kann zu dir. Über rote Ampeln durch die Nacht. Was hast du mit mir gemacht? Genau, also haben wir wieder einen sehr düster wirkenden Song, der dann aber irgendwie, sobald der Gesang draufkommt, der coole Text, die Sirenen, total fresh ist, Spaß macht, poppig ist und dann wieder ein Schlager wird. Und so macht man moderne Schlager heutzutage. Also heißt nicht, dass man jetzt jeden Schlager in Moll schreiben muss, aber ich finde, für Matthias Reim passt das schon gut. Was meinst du? Ja. So, jetzt habe ich auch den Fehler des Problems gefunden, zusammen mit meinem werten Kollegen Janis Lehnert, ohne den hier keiner überleben würde aus dem Team Düsseldorf. Es lag tatsächlich an mir, weil ich Idiot einfach den Ozone, den ich hier irgendwie drauf habe, was auch noch ein Plugin ist, was sehr wichtig ist, genau, dieses Tool, so ein bisschen so ein Mastering-Tool, wo du verschiedene Kompressoren einstellen kannst und so weiter und so fort. Der war komischerweise inaktiv, weil ich nicht im Internet war und deswegen hat es gerade so geruckelt. Wir sind aber auch schon fast am Ende dieses Tutorials angelangt und ich habe eigentlich jetzt keine Lust, nochmal alles ohne Ruckler zu zeigen. Mike, hast du noch eine Frage? Was könnte die Leute noch interessieren? Also vom Bass her ist es im Refrain ein Fender-Bass, der Achtel spielt und den ich tatsächlich ein bisschen bearbeitet habe. Ich habe da einiges ausprobiert. Der Bass klang aber erst so. Also es sind einfach Achtel, das ist so ein Clean Fender Plugin von Omnisphere. Ich habe 277 habe ich geboostet, habe 60 runtergedreht und dann habe ich folgendes Plugin draufgelegt. Shaps 73 Stereo und der hat einfach irgendwie nochmal eine schöne Farbe reingegeben. Das ist ein Preamp. Und dann ganz wichtig, auch Sidechain drauf gemacht. Und dann klingt so. Merkst du, dass das dann wieder wippelt? Das darf man da irgendwie ruhig machen. Genau, zusätzlich zu dem ist ein Reese-Bass drauf, der untenrum was hat. Der macht nur so. Der geht auch so ein bisschen mit. Und noch ein Reese-Bass, der ein bisschen mehr Crunch oben hat. Das ist bei Bass meiner Meinung nach immer sehr, sehr wichtig, dass diese Höhenanteile, die in diesem anderen Bass, der ein bisschen dunkler ist, fehlen, dass man die rausarbeitet, damit auch der Zuhörer, der das auf kleinen Boxen hört, immer das Gefühl hat, der Bass läuft mit. Und ein Bass braucht Höhenanteile, ganz wichtig. Meine Meinung. Das Gitarrensolo kann ich euch noch zeigen. Richtig geil. Thank you.
Wahnsinn, oder? Mega. Mega nice. Das habe ich mit der Luftgitarre selber gespielt. Guck. Ach, ist ein Bass. Das muss gut sein. So, und das war das Tutorial zu Blaulicht.